Was ein kranker Scheiß. War's das? Ich glaube, das war's. Reicht jetzt auch. Lang genug rumgestanden. Huch. Oh, da ist ein Auto gegen den Baum gefahren. Da ist ein Wanderweg. Schauen wir doch mal zu dem Wanderweg. Oder ist das... Stand da noch irgendwas? Nee, nur ein Wanderwegschild. Da ist noch eine Manuskriptseite. Oh, da habe ich einige verpasst, so wie es aussieht. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war. Und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht. Und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht ihr Traumprinz. Und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Okay. Schauen wir doch mal zu dem Auto. Da liegt noch eine Manuskriptseite. Ziehen wir uns die auch mal rein. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Rusty ist, glaube ich, dieser Typ, der seinen Hund so gestreichelt hat auf dem Balkon oder auf der Terrasse da draußen. Ups. Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Ah. Ich schätze, das ist Rusty. Nicht. Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte helft mir! Noch ein Auto? Vorsicht, Stromkabel. Hier wurden aber einige Autos zu Schrott gefahren. Ah, genau, das ist Rusty. Mr. Wake? Oh Mist! Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen... Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Also, ich soll ins Büro Licht anmachen? Nee, da war die Küche. Wahrscheinlich irgendwo hier hinter. Nein. Nein. Ach so, vielleicht ist da drüben das Büro. Also da kann jemand überhaupt nicht fahren. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Halt. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Okay. Gibt noch eine Seite?
Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Okay. So, irgendwo soll ich Lichter anschalten. Die Frage ist wo? Öffnen? Was war das? Hä? Ach, das vielleicht, ja. Na, da ist Munition drin wahrscheinlich. Batterien sogar auch. Okay. Ich kam zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Tja. Ups. Oh. Ja, Rusty greift mich jetzt bestimmt gleich an. Ist bestimmt auch gleich besessen von der Dunkelheit. Ups, ich dachte gerade, da sitzt jemand. Muss ich mir noch mal kurz anschauen, was war denn das? Ah, ein Bär. Okay. Eine Bärenstatue. Auf dem Boden waren Öllachen, die die flüssige Dunkelheit aussahen. Cool. Jetzt greift mich nicht wirklich der Hund an, oder? Okay. Oh. Das war jetzt, glaube ich, noch nicht Rusty, aber der wird mich trotzdem angreifen, denke ich. Na komm, ups. Hier hat jemand ganz schön randaliert. Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Bitte nicht die Tiere füttern. Was? Das Angeln ist nur Besuchern erlaubt, die da ist er. Für den Park erworben haben. Nicht gut, nicht gut. Na, kommen noch mehr. Okidoki. Also die Munition geht doch ziemlich schnell leer. Habe ich eigentlich noch eine zweite Waffe? Nee. Jetzt geht's hier aber ganz schön ab im Wald. Okay. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann, oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Okay. Da geht's runter, aber da hinten geht's auch rüber, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Ah, nee, hier geht's nicht rüber. Das ist eine Manuskriptseite. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Da steht ein Sixer. Kann ich nicht aufnehmen. Würde aber vielleicht auch helfen. Also da muss ich wohl darunter.
Ah, da ist bestimmt Munition drin oder irgend sowas oder Batterien. Beides. Noch besser. Ich soll zu meiner Sicherheit auf den vorgesehenen Wanderweg bleiben. Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Das wird aber nichts, aber erstmal gehe ich da lang, weil da gibt es wieder Munition oder irgendwas Tolles. Moonshine Cave. Na, das hört sich natürlich sehr spannend an. Ja. Also Mondlichthöhle. Aber vom Mondlicht sehe ich hier nicht gerade viel. Okay, ich soll nach links. Geht's auch nach rechts? Quatsch, umgekehrt.